Hast du dir mal deine Statistiken angeguckt? Es gibt viele Statistiken. Eine Missionsstatistik oder meine Insgesamtstatistik? Deine Insgesamtstatistik? Nein, habe ich noch nicht. Weil da steht, wie lange du durchschnittlich zum Hacken brauchst. Ich brauche nicht lange. Echt? Nee. Ja, bei schweren Rätseln brauche ich 9 Sekunden durchschnittlich. Nicht Spaß. Kann ich das hier vielleicht ja, zumachen Mann, und dich aussperren? Nein, geht leider nicht. Nein, warte. Also irgendwie passt das Rote zu mir. Ich bin selber rot und jetzt glühe ich schön rot. Das ist einfach genial. Das ist mir schon mal passiert, dass mich welche ausgesperrt haben mit ein paar anderen. Wie kann die das? Also das. Hä? Nee, das haben sie nicht selbst gemacht. Die haben ein dieses Unfall passiert sozusagen. Okay. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Die Dinger sind, die gehen ja manchmal zu, wenn du zu lange an einem Ort bleibst, gehen sie zu, weil die Kameras dich gesichtet haben. Ach so, ah. Das ist mir passiert, die anderen sind vorgerannt und wir zu dritt hier hinten, alleine, und wir mussten irgendwie hacken und da waren sau viele. Oh, das ist, ja, ich hab mich da hingestellt, gehackt, der andere hat sich in den Ecken verkrochen, mich nicht mal gedeckt. Natürlich bin ich gestorben. So. Komm her zum Spiel. So, nicht wundern, warum wir die noch alle töten, da kriegen wir schönes Waffen-EP. Kann ich apropos, kann ich von hier aus auch hier irgendwie? Nein, kann ich leider nicht. Ich dachte, hier kann ich auch Positionstausch machen. Das wäre jetzt irgendwie ein bisschen übertrieben. Kannst du mit mir Positionstausch machen oder was? Nein, ich würde von da hinten, von der Brücke da hinten Positionstausch machen. Ja, ich kann mit dir Positionstausch. Willst du mich verarschen? Mach das nie. Alter, wie geil ist das denn? Wir können uns aus misslichen Lagen retten, ne? Ja gut, trotzdem. Ich stand da so schön, jetzt aber etwas mich verwirrt. Oh, wie böse. Genau das ist hier auch Positionstausch. Ja, stark. Hatte einen Schuss frei. Klasse. Tja. Okay, ich weiß schon, was gleich kommt. Es kommen gleich hier ein paar Typis. Erstmal den Energieball. La 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 la. Ist jetzt gleich nicht die beste Idee. Wie sind die hierher gekommen? Per Aufzug und ich bin unsichtbar tot. Aber jetzt müsst ihr meine Unsichtbarkeitsfähigkeit ein bisschen verbrauchen. Nein, du bist da, du bist da, oh Gott! Aber ich hab noch ein Schild, also. Rein. So. Ich find's auch klasse, dass es hier keine HP-Generation gibt. Ja, aber Schild-Generation wäre jetzt bei mir gerade nicht schlecht. Ich weiß nicht, warum es nicht macht, aber. Ich meine, mein Warframe ist auf Maximal-Power, aber okay. So. Da geht's nicht lang. Okay, dann gehen wir mal hier lang. Hallo? Eigentlich kann ich hier mit M Map. Nein, geht leider nicht. Wir haben eine Map. Nein, haben wir nicht. Ich dachte, es geht. Aber wahrscheinlich. Ja, wir haben eine Minimap. Ja, eine Minimap. Ich bitte dich. Ja, von da kamen wir. Oh, wir sind da, wir haben es geschafft. Wir haben gewonnen, yeah, stark. Wieso? Wieso geht das Ding gleich in die Luft? Was? Extraktions. Ja, dann komm hierher. Nee, da ist nur Platz für einen. Nee, ich fühle mich jetzt hier. Nee. Was? Ich fühle mich nicht richtig was? Am Platz. Da, was? Da ist nur ein einziger was? Behälter für eine Person. Komm, nein, hierher. Ich bleib hier komm zurück. Hierher. Nee, warte, ich hab das Artefakt. Nee, du bleibst zurück. Ja. Du bist so doof. Ich hab wenigstens einen Gordon Mod, weil ich so gut bin. Ich hab wenigstens Rifle Mod für meine schöne Rifle. Hab ich schon. Ich hab schon. Alter, es gibt Rifle verschiedene. Mods. Gott, du musst. Ich hab schon nicht so angeben. Meine. Ich hab schon alle. Ich hab sogar doppelt, verkauft. Du weißt schon, dass es in allen verschiedenen Prozentsätzen gibt. Zugefügter Schaden 71%. Okay, gut. Erlittener Schaden, sage ich jetzt nichts dazu. Aber 68 getötet, Junge. Hier, 18 Kopftreffer, ne?
Nahkampf 33. Ja, Mann. Anzahl Tode. Okay, sag ich auch nix. Eingesetzte Fähigkeiten 9. Siehst du hier Zielgenauigkeit 49%. Na, was sagst du dazu? Ja, wegen Nahkampf. Ey, komm, Nahkampf. Beute aufgehoben 244 und du hast gerade mal läppische 81. Zählt nicht. Ich habe die herrschenden Schwestern informiert. Verstärkung werden bald eintreffen. Total. Sudle. Ja. Ich warte. Was? Ah ja, der Captain hat gerade zu uns gesprochen. Schön für dich. Ja. So, okay, jetzt erkläre ich kurz mal nach einer Hustrunde, was hier alles und so gibt. So, da bin ich wieder. Okay. So. Okay, wir haben hier einmal Arsenal. Gut. Kennen wir ja eigentlich schon so gut wie. Nur ich gucke jetzt mal, ob wir vielleicht der Ränge aufgestiegen sind. Nö. Sind wir nicht. Habe ich hier einen Modslot, den würde ich ja gerne als nächstes machen. Was bringt das denn? Panzerbrechender Schaden. Ey, langweilige Zuschauer ohne mich. Ich komme in 3 Minuten wieder. Mach das. Mach dein Mikrofon aus. Nicht zu vergessen, ne? Oh Gott. Naja. Okay. Also, Rifle Mod haben wir jetzt auch erhalten. Da kriegen wir panzerbrechenden Schaden. Also, man sammelt die Rifle Mods, setzt sie dann eben halt da ein, wo es eben halt geht. Und dann muss man nur noch 500 bezahlen, damit der Rifle Mod funktioniert. So, bei der Waffe habe ich jetzt eben halt nach oben weiterentwickelt. Als nächstes würde ich die Modslot nehmen, damit wir eben halt den panzerbrechenden Schaden haben. Was wahrscheinlich dann auch sehr geil wird. Neuverteilung, steht bisher kein Preis dran, kostet aber 4000 wahrscheinlich, habe ich mal gemacht und deswegen habe ich 4000 verloren. Tja. Bei Pistole ist genau dasselbe, nur Pistole benutze ich nie. Was eigentlich auch ein bisschen schade ist. So, das Ghana, ja, da habe ich jetzt auch Feuerrate bekommen. Und habe sogar schon 2 Mods, einmal hier Eisschaden, wie ihr ja gesehen habt, und Betäubungschance, was auch geil ist, aber noch nicht gesehen habe. Und der nächste Modslot ist erst da oben. Und hier kann man auch nochmal ein gutes Beispiel zeigen. Es sind nämlich hier diese Helme. Und zwar, wenn du diesen Helm hast, kannst du dann hier dieses komplette Forschung auswählen. Natürlich kosten die Helme 20 Platin und ja. Als nächstes unseren Loki. Nee, da wollte ich nicht drauf gehen. Auf den Schraubenschlüssel. So. Da habe ich jetzt auch schon 2 Mods. Einmal Health, einmal Enemy Radar und eben Positionstausch und so weiter. Und Entwaffnen. Da muss man sich leider das hier holen. Das wird man jetzt unten rechts, also unter den 2. Mod sehen. Und tja, das ist ein bisschen doof. Aber naja, gut. Ich kann mir ja 20 Platin erlauben. Ist ja egal. Beim Marktplatz habe ich jetzt gesehen, Warframes, anstatt dass man sich eben für Platin was kaufen muss, kann man sich auch hier unten diese tollen anderen Hintergründe, die blau aufleuchten, Blaupausen kaufen, die man beim Schmied hier einsetzen kann. Nur dafür hat mir jetzt der Crash gesagt, braucht man sau viel, dass es sich eigentlich gar nicht lohnt, Blaupausen zu kaufen, sondern eher das für Platin. Aber wir werden es ja selber bald mal erfahren, wie und was. Weil ich habe mir überlegt, ich will mir unbedingt Nahkampfwaffe. Na, wo habe ich's? Ah, hier, doppeltes Hitzeschwert Blau wahrscheinlich als Blaupause holen. Und bis dahin muss ich noch 10.000 sparen. Als nächstes, es gibt viele verschiedene Level. Und zwar gibt es hier oben, was jetzt auch blau aufleuchtet, das ist jetzt unser maximal, sag ich mal, Level, also von uns insgesamt. Und wir sind bisher Level 0. Das ist zu gebrauchen für muss schon mal auf ein Arsenal gehen. Und zwar für hier die Waffen zum Beispiel. Das kann ich mir also noch nicht kaufen, weil Stufenanforderung 2 ist gewünscht und wir sind erst Stufenanforderung 0. Das heißt, wir müssen dann eben halt wie viel noch bis zum nächsten Level? 400 bis zum nächsten Level. Und da hat mir der Crash auch schon erzählt, da müssen wir einen Rank Up Übung machen. Die müssen wir dann bestehen. Wenn wir sie nicht bestehen, bleiben wir wieder auf Level 0 und fangen von vorne an. Was auch wieder die Herausforderung steigt. Er hat es jetzt gerade so geschafft. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ich hoffe es zumindest.
Also ich hoffe es sehr. Ein Einwurf. In den letzten paar Sekunden wird es sowas wie ein Time Speed-Up, das heißt, dass du schneller feuerst und die Gegner sich schneller bewegen und du selbst dich auch. Na, das ist ja schön. Wie viele Credits hast du? 5655. Die Doppelhitzeschwert-Blaupause kostet 15.000. Ja. Ne? Ich hab 14.150. Ach komm hier, du suchst die. Okay, eigentlich wollte ich dir die Blaupause schenken. Wie kannst du mir denn eine britische Blaupause schenken? Ich war gerade drauf und dran, das nachzugucken, ob ich das kann. Ja, echt? Oh, das wäre nett von dir. Nee, ich wollte eh auf den Rhino, kann ich auf den Spanisch mal gucken. Der heißt Rhino. Ja. Egal. Nee, ich hol mir Frost, der ist besser, der kostet auch, ich muss nämlich eine größere Stufe sein und ich bin eine Mini-Stufe. Ich würde mir gerne den Trinity holen, der sieht so cool aus. Trinity? Ja. Den kannst du dir als Pack holen. Ich weiß, habe ich gesehen gerade. Was gibt's hier noch zu erklären? Kontakte, ja. Okay, sag mal du, wie hast du deinen eigenen Clan gemacht? Das ist so einfach. Siehst du das Rad oben, wenn du auf Kontakte gehst? Geh mal mit der Maus drauf und warte, bis das Fensterchen kommt. Hab ich? Jetzt sehe ich wir beide uns im Clan? Ja, und wenn du kein Clan zugehörst, dann kannst du unten einfach einen Namen eingeben von deinem Clan, wenn du einen erstellen willst. Tja, da hab ich's wohl übersehen. Naja gut, jetzt wisst ihr es, also ihr könnt auch gratis Clans erstellen. Dann könnt ihr eben halt den befördern lassen. Wie viele Beförderungsstufen gibt es? Hier... Die erste Beförderungsstufe. Ich könnte es mal an dir zeigen. Ja, mach das mal. Geh mal auf unseren Clan. Ich kann dich ja wieder downgraden. Ja, ich bin auf unserem Clan und sehe. Du bist im Moment Kriegsherr. Das ist Anführer, das weiß ich ja wenigstens. Dann gibt's Anführer, da ist das zweithöchste. Hast du schon gemacht, weil bei mir wird es nämlich noch nicht aktualisiert. Und ja, okay. Es ist. Also das erste ist Initiant. Okay, sehe ich. Danach ist Rekrut. Ja. Danach ist Anführer. Ja. Dann gibt's Kriegsherr. Okay, das macht man einfach mit der rechten Maustaste. Degradieren ist eben halt Stufe runtersetzen. Und wie heißt das, dass man hochlevelt, also hochstuft? Ach Mann, du machst mich hier befördern. Befördern, gut. Also jetzt wisst ihr es auch. Gut zu wissen. So. Als nächstes, Marktplatz, die Preise für Platin mal ein bisschen... Nein, wollte ich nicht! Die Preise für Platin... Scheiße. Fenster. Ich weiß, wollte ich nicht... Ach, kacke, ich dachte, das geht... Mann, nein, das habe ich komplett vergessen. Jetzt könnte sein, dass Fraps abschmiert. Ich glaub's ja nicht. Also, wir werden es ja sehen, ob Fraps abschmiert oder nicht. Oh Gott. Okay, bisher schließt sich das Spiel noch nicht. Das sieht gut aus. Ja, okay, bisher alles gut. Gut, und hier kriegt ihr dann noch empfohlene Waffen. Also doppelt Hitzeschwert ist also empfohlen. Harte Liebe, zeigt ihr passende. Achso, das sind dann auch wieder und so weiter. Werbung über Werbung, ach Gott. Okay, gut, gibt's noch irgendwas zu erklären? Von deiner Seite noch aus? Nee, es gibt aber eine witzige Tatsache, dass... meisten Waffen mehr Platin wert sind als die Warframes. Tja, was will man machen? Das ist ein bescheuerter Witz. Hier seht ihr jetzt nochmal unten links die einzelnen Befehle, die man bei Chat machen kann. Ist jetzt nicht so wichtig, aber man hat es wenigstens mal gesehen. Am besten... Ey, ja. Du langweilst die alle. Ja, ich weiß, wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade eine Überleitung machen, jetzt hast du sie versaut. Toll, danke! Kein Ding, immer wieder gerne. Also, nächste Mission ist auslöschen, Ziel Green hier, Stufe 1 bis 2, das wird dann also jetzt schwieriger. Okay, mal gucken, was... Ich will ja jetzt nicht erhoben klingen, aber ich habe schon Stufe 2 Levels geschafft, also... Oh, unser bitte feiner Herr! Sag bitte jetzt nicht, dass diese Roboter kommen, weil auf die habe ich echt keinen Bock. Oder Überwachungskamera, die machen einen One-Shot-Kill. Alter, ich muss nur eine Stufe mit meiner Waffe, dann habe ich panzerbrechenden Schaden. Hast du denn auch schon, hä? Panzer, brechenden Schaden? Ich level die anders, ich level das Magazin. Ja, nein, ich meine den Mod, ne? Den Mod. Den panzerbrechenden Schaden? Ja, hast du den auch? Ja, den habe ich auch schon. Sagst du jetzt bestimmt nur so. Wie viele Millimod hast du eigentlich? Drei.
Ah, hallo. Du suchtest auch ja mehr. Ich, ja, für den täglichen Bonus gehe ich mindestens mal online und spiele eine Mission. Eine und aus einer werden zwei, aus zwei werden zehn, aus zehn werden den ganzen Tag. Ich komme aber erst abends um 7 Uhr online, jeden Tag. Siehst du?